In diesem Video gehen wir der bekanntesten Kryptowährung auf den Grund, dem Bitcoin. Der Bitcoin hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Frühe Investoren haben ein Vermögen verdient und es gibt genügend Berichte über falsche Spekulationen mit der Kryptowährung. Der Bitcoin wird oft in Zusammenhang mit Geldwäsche, dem Darknet und risikoreichen Spekulationen in Zusammenhang gebracht. Doch, was ist ein Bitcoin überhaupt? Und wie entsteht ein Bitcoin? Was ist die Blockchain? Diesen Fragen gehen wir zusammen auf den Grund und versuchen zu verstehen, was es mit dieser digitalen Währung auf sich hat. Willkommen bei Money Talk. Was sind Bitcoins? Auch wenn der Bitcoin in den vergangenen 3-4 Jahren verstärkt in den Medien war, ist das Konzept schon deutlich älter. In 2008 erschien das erste Konzeptpapier des Gründers von Bitcoin namens Satoshi Nakamoto. Bis heute ist der echte Gründer nicht bekannt, da es sich bei diesem Namen um ein Pseudonym handelt. Der Name wurde vom Gründer auf verschiedenen Foren benutzt, dennoch ist die wahre Identität nicht bekannt. Der Bitcoin ist eine digitale Geldeinheit in einem weltweit dezentralen Zahlungssystem. Da es sich um eine Geldeinheit handelt, kann mit dem Bitcoin teilweise bezahlt werden. Das bedeutet, Bitcoins können von einer Person zu einer anderen Person übertragen werden. Dies passiert peer-to-peer, das heißt von Person zu Person. Der Unterschied zum beispielsweise Euro ist, dass bei einem solchen Transfer keine Banken oder andere Finanzintermediäre dazwischenstehen, wie es in unserem klassischen Zahlungssystem bekannt ist. Diese ist eine der Eigenschaften des Bitcoins. Schauen wir uns an, wie der Bitcoin eigentlich überhaupt funktioniert. Bitcoins werden in sogenannten Wallets gespeichert. Das sind digitale Geldbörsen, die du auf deinem Smartphone oder deinem PC herunterladen kannst. Im Vergleich zu einem klassischen Girokonto, das auf deiner Bank liegt, gehört dieses Wallet dir und befindet sich nur dort, wo du es effektiv installierst. Das bringt auch mit sich, dass niemand dieses Wallet sperren oder wiederherstellen kann. Also bist du alleine dafür verantwortlich. Auch von anderen Einschränkungen wie beispielsweise Transaktionslimits ist dein Wallet nicht betroffen. Ebenso sind geografische Distanzen keine Hürden. Während ein Transfer via Bank teilweise hohe Kosten verursachen kann, ist dies mit einem Transfer über das Wallet problemlos möglich. Der Programmiercode des Bitcoin-Protokolls ist Open Source, das heißt öffentlich zugänglich. Jeder kann sich den Code anschauen und sich selbst ein Bild davon machen, wie das Ganze funktioniert und ob das in seinen Augen eine sichere Technologie ist. In diesem Protokoll ist zu sehen, dass die Anzahl der Bitcoins auf der ganzen Welt auf ca. 21 Millionen Bitcoins beschränkt ist. Dies ist einer der Hauptunterschiede zu anderen Währungen wie dem Euro, dem Schweizer Franken oder dem US-Dollar. Diese Währungen werden von Zentralbanken kontrolliert und können gedruckt werden. Ohne Obergrenze. Wie funktioniert ein Transfer von Bitcoins? Ein Term, der bei der Entstehung von Bitcoins ausschlaggebend ist, sind sogenannte Miner. Diese sind einerseits für die Entstehung von Bitcoins, aber auch für die Validierung der Transaktionen verantwortlich. Miner sind Mitglieder im dezentralen Netzwerk. Sie validieren Transaktionen, das heißt, sie bestätigen, dass tatsächlich eine Bitcoin-Transaktion von Wallet A nach Wallet B stattfindet. Transaktionen auf der ganzen Welt werden in verschiedenen Blöcken angesammelt. Daher kommt auch der Begriff Blockchain. Um die Sicherheit dieser Transaktionen, die sich in den Blöcken befinden, zu gewährleisten, müssen diese Blöcke geknackt werden. Konkret heißt das, das Lösen von komplizierten Rechenaufgaben, sodass dieser eine Block entkodiert werden kann. Erst wenn dieser Block geknackt ist, werden die Transaktionen freigegeben und das Geld wird tatsächlich von Wallet A nach Wallet B überwiesen. Die Aufgabe, diese Blöcke zu knacken, haben die Miner. Es können immer mehrere Miner gleichzeitig am selben Block arbeiten. Der einzelne Block kann aber auch immer nur ein Miner als erster schaffen und dieser erhält dann für seine Arbeit, also für seine Rechenleistung, die er dem Netzwerk zur Verfügung stellt, eine monetäre Belohnung. Wie entstehen Bitcoins? Miner entschlüsseln die einzelnen Blöcke, in denen Transaktionen zusammengefasst werden. Der einzelne Miner, der den Block entschlüsseln kann, erhält eine Belohnung. Aus den 21 Millionen Bitcoins, die im Protokoll enthalten sind,
wird dann ein Teil entfroren und diesem Miner als Belohnung gutgeschrieben. Das gesamte dezentrale System ist also auf dem Miner aufgebaut, die rund um die Uhr Blöcke entschlüsseln und Transaktionen validieren. Das System ist dezentral, weil theoretisch jeder als Bitcoin-Miner arbeiten kann und dem Netzwerk seine Rechenleistung zur Verfügung stellen kann. Als Belohnung dafür erhält man dann Teile eines Bitcoins jedes Mal, wenn man einen Block geknackt hat. Diese Blöcke zu knacken wird mit der Zeit aber immer schwieriger und die Belohnung für die Miner wird immer geringer, bis die 21 Millionen erreicht sind. Miner haben aber noch eine zweite Einkommensquelle, nämlich die sogenannten Transaktionsgebühren. Somit sind sie nicht nur vom Knacken der einzelnen Blöcke abhängig, sondern können auch bevorzugt Transaktionen ausführen, bei denen man dann noch ein kleines Trinkgeld mitgibt. Ein weiterer technischer Aspekt, den wir besprechen müssen, sind die sogenannten Ledger. Es ist nämlich der Fall, dass alle Transaktionen, die jemals im Bitcoin-Netzwerk stattgefunden haben, gespeichert sind. Diese Transaktionen sind im sogenannten Ledger gespeichert, was man ins Deutsche ungefähr als Zahlungsbuch übersetzen könnte. Hier sind alle Transaktionen mit Höhe und Walletnummer aufgeführt. Das heißt, in diesem Ledger werden wir sehen, dass eine Person A mit einer gewissen Walletnummer einen Betrag in Bitcoin an Person B bzw. dessen Walletnummer überwiesen hat. In diesem Ledger lassen sich zwar alle Transaktionen nachvollziehen, es ist aber nicht bekannt, wer diese Transaktion getätigt hat, da wie gesagt nur die Walletnummer vertreten ist und man kann nicht nachvollziehen, wem welches Wallet gehört. Bei der Wallet-Erstellung musst du nämlich nicht deinen Namen oder deine Adresse angeben. Die Zahlung mit Bitcoin ist also genauso anonym wie mit Bargeld. Es gibt zwar heute Möglichkeiten herauszufinden, wem welche Wallets gehören, aber der Grundgedanke beim Bitcoin ist immer noch die des anonymen Zahlens. Schauen wir uns jetzt einmal die Vor- und Nachteile des Bitcoins an. Einer der Vorteile des Bitcoins, weswegen er unter anderem auch ins Leben gerufen wurde, war, dass es geringe Transaktionsgebühren gibt. Gerade bei Transaktionen, die länderübergreifend sind, ist das auch noch der Fall. Wenn man zum Beispiel Geld von einem Land in ein anderes schicken möchte, in unterschiedlichen Währungen, kann das schnell teuer werden. Mit Hilfe von Bitcoins können hier die Transaktionskosten extrem reduziert werden. Außerdem hat Bitcoin den Vorteil, dass man es von überall auf der Welt nutzen kann, sobald eine Internetverbindung besteht. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Dezentralität. Das bedeutet, dass es keine zentrale Kontrollstelle gibt, sondern dass die Transaktionen ausschließlich im Netzwerk stattfinden und auch im Netzwerk gespeichert werden. Das gesamte Konzept ist auf Transparenz aufgebaut. Jeder kann einfach nachvollziehen, wann welche Transaktion und zu welcher Höhe stattgefunden hat. Und gleichzeitig bleibt aber auch die Privatsphäre geschützt, da die Bitcoin-Wallets zwar bekannt sind, aber es nicht direkt nachvollziehbar ist, wem welches Wallet gehört und somit nicht öffentlich bekannt ist, wer welche Transaktion in welcher Höhe zu welchem Zeitpunkt getätigt hat. Außerdem findet die Zahlung mit Bitcoins komplett ohne Einschränkungen statt. Man kann also zu jeder Zeit beliebige Beträge an beliebige Empfänger überweisen. Kommen wir damit nun zu den Nachteilen von Bitcoins. Gerade in den anfänglichen Jahren des Bitcoins hatte er einen etwas schmutzigen Ruf, da er vor allem im sogenannten Darknet benutzt wurde und für illegale Transaktionen verwendet wurde. Es wurden zum Beispiel Drogen gekauft, Menschenhandel betrieben und so weiter. Gerade der Fakt, dass man nicht nachvollziehen kann, wer eine Transaktion ausgelöst hat, hat die Cyberkriminalität im Internet stark erleichtert. Ebenfalls in den illegalen Bereich fallen die Themen Steuerhinterziehung und Geldwäsche, die ebenfalls durch den Bitcoin deutlich erleichtert wurden. Ein weiterer Nachteil des Bitcoins ist, dass er erhebliche Preisschwankungen hat und das liegt vor allem daran, dass es sehr viele Spekulanten auf dem Markt gibt. Von daher ist es als Zahlungssystem noch nicht vollständig ausgereift. Ein weiterer Nachteil ist es, dass die Aufbewahrung von Bitcoins sehr kompliziert sein kann und ein gewisses technisches Verständnis verlangt. Darüber hinaus liegt die Sicherheit deiner eigenen Bitcoin-Wallet in deiner Hand. Das heißt, jeder Bitcoin-Nutzer muss sich selbst um die Sicherheit seiner Wallets kümmern, diese verschlüsseln und auch möglichst sicher aufbewahren. Abschließend lässt sich auch sagen, dass noch nicht so viele Shops bzw. Dienstleister Bitcoins akzeptieren. Es ist aus dem Grund auch als alltägliches Zahlungssystem noch nicht sehr ausgereift. Lohnt es sich also,
in Bitcoins zu investieren, macht es Sinn, in eine solche Technologie wie den Bitcoin oder in andere Kryptowährungen zu investieren? In der Theorie ist das ja relativ einfach möglich. Der Bitcoin wird nämlich an sogenannten Bitcoin-Börsen gehandelt. Hier wird dann der Kurs festgelegt zwischen einem Bitcoin und einer Währung, wie zum Beispiel dem US-Dollar oder dem Euro. Über diese Börse kannst du dann zum Beispiel in Euro bezahlen und dir dann Bitcoins in dein Wallet überweisen lassen. Nicht alle Börsen erfüllen hohe Sicherheitsstandards oder sind seriös. Alternativ kannst du auch Wertpapiere kaufen, die den Index des Bitcoins abbilden. Das bedeutet, du kaufst keine Bitcoin und brauchst auch kein Wallet. Du kaufst dir Wertpapiere bei deinem üblichen Broker, der aber den Kurs des Bitcoins nachstellt. Meiner Meinung nach lohnt sich eine langfristige Investition noch nicht. Der Handel mit Kryptowährungen zählt aufgrund der hohen Schwankungen nach wie vor zu Spekulationen. Es ist natürlich eine super interessante Technologie, die sehr wohl ganze Industrien verändern kann. Wenn du Geld in Bitcoin investieren möchtest, solltest du es auf jeden Fall mit Geld tun, was du nicht brauchst bzw. verkraften zu können, wenn du das Geld verlieren würdest. Wie bereits erwähnt, gibt es viele Spekulanten auf dem Markt und gerade der Bitcoin ist extrem volatil. Das heißt, es kann zu extremen Kurssprüngen, aber auch zu Kurseinbrüchen kommen. Darüber solltest du dir auf jeden Fall bewusst sein und deine Emotionen im Griff behalten. Ich hoffe, dieses Video war lehrreich für dich und du konntest etwas zum Thema Bitcoins und Blockchain lernen. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib es doch gerne in die Kommentare und lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du das erste Mal bei MoneyTalk dabei bist, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Dieses Jahr möchte ich 1000 Abonnenten erreichen und das schaffe ich nicht ohne dich. Ich freue mich, mit dir in Kontakt zu bleiben und vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal hier bei MoneyTalk.